Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, in diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle GT Online Event Woche. Und ja, bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos, um wirklich nichts über die aktuelle Event Woche zu verpassen. So, dann fange ich jetzt auch mal an. So, als erstes kommen wir zu den doppelten Verdienstmöglichkeiten. Es gibt diese Woche heftige doppelte Verdienstmöglichkeiten. Und zwar gibt es dreifach GTA Dollar und RP auf den Gegnermodus Motor Wars. Und ja, das lohnt sich richtig diese Woche dann. So, dann kommen wir auch schon zu den Rabatten. Als erstes die für Twitch Prime Mitglieder. Da gibt es wieder eine 100%ige Rückerstattung auf die Spielhalle Pixel Pay in Paletto Pay. Und dann 80% auf das Büro in dem Maze Bank West Gebäude. Und noch 80% auf den Nachtclub in Mission Way. So, und dann halt wieder 10% auf die zusätzlichen Rabatte, zu denen ich jetzt auch komme. So, als erstes gibt es 60% auf den Avenger. Dann gibt es 50% hier auf das Jetpack und auf den Kanjali-Panzer gibt es auch 50% Rabatt drauf. So, dann kommen wir auch schon zu den nächsten Fahrzeugen im Angebot, und zwar bei Legendaries Motorsport. Da gibt es noch ein Fahrzeug im Angebot. Und zwar gibt es auf den Wagner 50% Rabatt. So, dann gibt es noch auf das Auto, was ihr hier gerade vor mir seht. Und zwar auf den Inis Eli Retro Custom, also auf die Benny-Version. Da gibt es auch nochmal 60% Rabatt drauf. So, dann kommen wir zum aktuellen Fahrzeug, was ihr diese Woche im Casino gewinnen könnt. Und zwar ist das der Obermacht Zoon Classic. So, jetzt gibt es noch 50% auf die Basen und 60% auf Basenmodifikation und auf die Fahrzeugwerkstatt für den Avenger. So, dann kommen wir jetzt auch noch zum Premium-Rennen. Und zwar ist das diese Woche hier. Das ist Muzzlecam meets Katze. Und dann das RC Bandito Zeitrennen ist hier. Das ist Friedhof. Und das normale Zeitrennen, das hier hinten. Und das ist Chiliad bergauf. Und ja, Leute, das war's dann auch schon mit der aktuellen GTA Online Event Woche. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die findet. Und ja, dann bin ich erstmal wieder raus. Ciao, Leute.